So, heute ist Samstag, der 15. Oktober 2011 und das ist StarCraft for Beginners Teil 12 müsste das jetzt sein. So, da bin ich wieder. Meine Stimme ist immer noch nicht ganz wieder da, aber ich hoffe, dass sich das im Laufe der nächsten paar Tage bessern wird. Klingt ja vielleicht auch so mal ganz interessant, die Leute mal halb heiser zu hören. Ja, wie gesagt, so heiser war ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben und das noch nicht mal durch irgendein Festival oder sowas oder wo ich furchtbar rumgegrölt habe in irgendeiner Fußball-Sud, genau, in einer Fußball-Sud-Kurve. Nein, in einer Fußball-Süd- oder Nordkurve oder irgendeiner anderen Kurve, die es im Fußballstadion so gibt. Ich gucke keinen Fußball, das kann ich gleich zugeben. Aber ja, dadurch ist es nicht entstanden. Ich habe also nicht irgendwo wild rumgegrölt, sondern ich habe stattdessen einfach nur eine Erkältung gehabt und einen furchtbaren Husten. Und dieser Husten hat wohl meine Stimmbänder so überlastet, dass ich jetzt erstmal furchtbar heiser bin. Das heißt, ich trinke nebenbei immer noch ein bisschen Tee mit Honig, finde ich ja so, oh, keine Werbung machen darf. Und, egal. Und werde irgendwie noch versuchen, meine Stimme wieder halbwegs in Gang zu kriegen. Aber da ich jetzt die letzten 2 Wochen im Grunde überhaupt keine Show produzieren konnte, weil ich, wie gesagt, erst erkältet und dann heiser war, habe ich mich dazu entschieden, jetzt, wo ich ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit habe, Entschuldigung, nochmal ein paar Sendungen etwas schneller wegzuproduzieren. So, gestern hatten wir uns ein bisschen damit beschäftigt, wie wir so eine Makroübung für Terran durchziehen können und sind dabei auf recht erstaunliche Ergebnisse gestoßen. Haben also gesehen, wenn ich mich nur mal darauf konzentriere, die wesentlichen Bauvorgänge in den ersten 8 Minuten sauber abzuarbeiten und mich versuche nur darauf zu konzentrieren und auf nichts anderes. Keine Strategie, kein Scouting des Gegners, keine Hin- und Herschicken von Einheiten oder irgendwas anderes, sondern ich konzentriere mich tatsächlich nur auf die wesentlichen Bauvorgänge, dass ich sie mache, wann ich sie machen muss und dass ich sie auch dann mache, wann ich sie machen kann. Dann können wir uns bereits in den ersten 8 Minuten einen signifikanten Vorteil erarbeiten, im Gegensatz zu dem, was der Gegner macht. Zumindest solange wir uns eben, wie gesagt, in Bronze und Silber aufhalten. Wenn wir dann erstmal in die höheren Ligen aufsteigen, Gold, Platin und dann eben auch später Diamant oder Master sogar, dann ist das nicht mehr so entscheidend, weil das Problem ist, dass der Gegner das dann genauso gut kann wie wir oder sogar besser und dann dementsprechend uns den Vorteil wegnimmt oder wir zumindest so gut schon sein müssen, um nicht gleich zurückzufallen. Aber gerade in Bronze und Silber, und da wollen wir ja vornehmlich arbeiten, haben wir tatsächlich diese Möglichkeit, uns einen sehr, sehr deutlichen Vorteil zu erarbeiten, schon allein innerhalb der ersten 8 Minuten, wenn wir uns nur auf die wesentlichen Bauvorgänge konzentrieren. Natürlich ist das nicht immer ein sehr realistisches Beispiel. Wir hatten ja gestern bei Terran gesehen, klar, ich habe nur Barracks und ich habe nur Marines gebaut, ich habe nicht mal Gas genommen, ich habe sogar beim ersten Beispiel nicht mal eine Satellitenzentrale gebaut. Das sind alles Dinge, die würde ich normalerweise nicht machen in einem normalen Spiel. Und das könnte ich auch nicht zwingend immer, weil der Gegner mich ansonsten womöglich mit irgendwas wegmacht, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und wenn zum Beispiel der Gegner anfängt, mich zu rushen oder mich auch richtig zu pushen oder schwer unter Druck zu setzen, dann kann ich womöglich diese Art von Spiel sowieso nicht durchziehen. Aber worum es mir bei diesem Spiel und auch heute, wenn wir das mit Protoss wiederholen wollen, vornehmlich geht, ist, dass man erst einmal sieht, was die wesentlichen Faktoren sind beim Aufbaustrategiespiel. Und letztendlich ist StarCraft nun mal auch ein Aufbaustrategiespiel. Dann hat man von da aus eine gute Grundlage, um sich Gedanken darüber zu machen, gut, jetzt habe ich es also hingekriegt, 8 Minuten lang kontinuierlich aus all meinen Gebäuden zu produzieren. Jetzt möchte ich aber nicht immer nur Gateway-Einheiten haben und ich möchte jetzt nicht immer nur Zealots oder nur Marines oder nur Zerglinge haben, sondern ich möchte ja auch andere Einheiten haben und ich möchte diese anderen Einheiten womöglich auch zu einem gewissen Zeitpunkt früher im Spiel haben und dann kann ich anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, ja, wie kriege ich das denn hin? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt Gas nehmen muss, ne? Denn ohne Gas kann ich die Tech-Einheiten nicht bauen, also muss ich irgendwann anfangen, einen Extraktor zu bauen und kann dann dafür zum Beispiel keine Barracks bauen. Weil ich dann eben einerseits erstmal diesen Extraktor vorziehen muss und dann fehlt mir das Geld für eine weitere Barracks in unserer Bau in unserer Build Order, die wir vorher abgebaut haben.
Und außerdem muss ich dann ja drei Arbeiter ins Gas schicken, damit das Gas optimal abgebaut wird. Und dann fehlen mir diese drei Arbeiter ja auch beim Mineralienabbau, sodass ich weniger Mineralien reinkriege und dementsprechend auch nicht so schnell wieder andere Dinge produzieren kann. Das heißt, das verzögert unsere gesamten anderen Gebäude ein Stück weit. Und das ist völlig okay. Das ist dann eben etwas, womit ich dann arbeiten muss. Darauf wollte ich auch einen Schritt weiter eingehen, wenn wir erstmal diese drei Videos durchhaben. Die Makroübung für Terraner, die haben wir ja gestern schon gemacht. Die Makroübung für Protoss, die machen wir heute. Und die Makroübung für Zerg, die machen wir dann hoffentlich noch morgen, denn das war eigentlich so zumindest angedacht, falls meine Stimme nicht noch weiter wegknickt. Aber das hoffen wir jetzt mal nicht. So, damit wir im Grunde ähnlich einsteigen wie gestern, habe ich wieder ein Beispielspiel herausgesucht. Ein Beispielspiel. Und das mir als Deutschlehrer. In diesem Beispiel-Game habe ich mir vor allen Dingen jetzt wieder einmal ein Protoss rausgesucht. Das Beispiel, dieses Benchmark-Spiel. Ich versuche jetzt einfach mal Beispielspiel zu vermeiden. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt. Dieses Benchmark-Spiel funktioniert ähnlich wie das der Terraner gestern. Das heißt also, worauf ich vor allen Dingen geachtet habe oder worauf ich dabei vor allem geachtet habe. Herrje, wenn man heiser ist, dann funktioniert es wohl auch nicht so gut mit der Sprachbildung. Worauf ich bei diesem Spiel also besonders geachtet habe, ist, dass wir wieder 8 Minuten lang im Grunde relative Ruhe haben. Das heißt, die Gegner greifen sich gegenseitig 8 Minuten lang nicht an. Und das ist, wie gesagt, ja auch nur fair, denn wenn wir sowas ja nachher trainieren, dann werden wir ja auch von der KI im Grunde 8 Minuten lang nicht angegriffen, beziehungsweise die KI ist ja auch sehr leicht so schwach, dass sie uns, glaube ich, um die 6-Minuten-Marke mal mit einer Einheit bedroht. Und wenn wir da ganz normal unseren Bild abziehen, haben wir genug, um das locker abzuwehren. Da müssen wir nicht mal hingucken. Also müssen wir uns darüber dann im Grunde auch gar keine Gedanken machen. Ne? In den meisten Fällen zieht sich dann die Einheit sogar ruckzuck wieder zurück, wenn sie das überhaupt schafft. Denn in den meisten Fällen werden wir gegen die sehr leichte KI so viele Einheiten haben, dass die instant zerlegt wird. Und dann macht das sowieso nichts aus. Von daher ist es also wichtig, dass wir tatsächlich auch nur Spiele berücksichtigen, in denen die Gegner 8 Minuten lang mehr oder minder Ruhe hatten, sich also nicht irgendwie großartig ablenken ließen durch eigene Attacken oder durch Attacken des Gegners. Denn das wäre ja nicht ganz fair. Ja? Damit hätten wir dann ja einen Benchmark, der auch nicht ganz übereinstimmt. So, gucken wir uns das jetzt also mal an. StarCraft 2, da geht's los. So, und play. So, man sieht, das ganze Spiel geht wieder 28 Minuten 36. Das wollen wir aber nicht komplett durchgehen. So, wir haben hier X-Crazy als unseren Protoss. Das ist ein Spiel gegen Terran. Aber wie gesagt, auch das ist für uns jetzt erstmal nicht so maßgeblich. Übrigens ein sehr cooles Protoss versus Terran Game, das mir dieser User hier, Masupilami H, oder einfach nur Masupilami mit langem H geschickt hat. Übrigens ein cooler franko-belgischer Comic. Kann ich nur empfehlen. Ein sehr tragisches Spiel nachher für Terran, weil Terran eigentlich eine lange Zeit einen guten Vorteil hat in diesem Spiel und ihn dann leider bei einer größeren Schlacht am Ende ist ihn dann trotzdem zerlegt. Aber wie gesagt, das soll uns jetzt hier erst gar nicht interessieren. Was uns interessiert, ist eigentlich nur das Standardspiel, das wir hier haben. Ja, wir wollen ein bisschen hier über der Base bleiben und ein bisschen gucken, was X-Crazy hier so produziert innerhalb von 8 Minuten. Denn das war ja schließlich unsere Zeit, an die wir uns richten wollten. Er scoutet jetzt hier unten halt eben völlig normal. Klar, durch Scouting geht ihm natürlich hier Mining Time flöten. Ja, das ist klar. Also das ist natürlich ebenfalls was wir in einem normalen Spiel berücksichtigen müssen. Ja, dass wir ja auch Scout-Notwendigkeiten haben. Aber wie gesagt, bei unserer Übung soll uns das nicht weiter interessieren. So, wir sehen, dass hier jetzt aber zum Beispiel längere Zeit wieder kein Worker gebaut wird. Ja, unser Hauptproblem, um das wir uns ja vor allen Dingen kümmern wollen. Worker sollen konstant gebaut werden. Diese Leiste, die hier den Bau von Workern anzeigt, sollte im Grunde ständig am Laufen sein. Auch hier, diese kleine Sonne steht jetzt hier wieder völlig nutzlos rum. Unser Shift-Click wäre wieder eine schöne Sache gewesen. Das heißt, wir schicken also im Grunde die Einheit dahin, lassen sie das Gate bauen und drücken dann Shift-Click und also mal drücken Shift, halten Shift gedrückt und klicken dann hier auf den Mineralien-Patch mit rechts. Und dann wird die Einheit hier die Gebäude bauen und dann wieder zurückgehen. Das ist natürlich auch typisch, dass viele zum Beispiel eine Sonde zum Bauen benutzen, denn das Vorteilhafte an den Protoss ist ja, dass sie die Gebäude quasi instant heranwarpen und dann die Sonden nicht mehr benötigt werden, um diese Gebäude zu bauen. Deswegen lassen einige manchmal eine Sonde einfach hier rumstehen, damit die so nach und nach Gebäude bauen kann. Aber das Problem ist wirklich, dass uns da massenhaft Mining Time verloren geht und wir dadurch vielleicht 20, 30, 40 oder 50 Mineralien verlieren. Und das ist im Early Game ein echtes Problem. Ne?
So, holt sich hier sein Gas, aber was wir jetzt hier, wie gesagt, schon seit längerer Zeit nicht mehr hatten, sind Worker. Ihm fehlen hier Worker. Jetzt hat er aus Versehen Missklick gemacht, das ist natürlich besonders ärgerlich. Dadurch muss man dann die Einheiten wieder umstellen. Das kann passieren, das ist verflucht ärgerlich, ist mir auch schon manchmal passiert in der Hektik des Spiels. Das kann schon mal vorkommen. Das ist natürlich besonders ätzend, sollte man natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Aber wie gesagt, jetzt auch nicht weiter wild. Ne? Nicht das, worauf wir uns hier fokussieren wollen. So, nimmt sich relativ schnell ein zweites Gas. Müsste man sich jetzt natürlich überlegen, ob er das denn tatsächlich auch braucht. Hat jetzt hier seinen Kubernetik-Kern, das heißt der Technologie, der Kubernetik-Kern, der dann ja hier die Möglichkeit hat, das Warp-Gate zu erforschen, das auch sofort in Forschungsauftrag gegeben wird. Eine Technologie, die man natürlich als Protoss auf jeden Fall haben will. In der Tat beschleunigt das Warp-Tor die Produktion nicht so stark, wie man eigentlich denken mag. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass ich überall Einheiten reinwarpen kann. Und zwar auch eventuell zu einem Zeitpunkt, wo ich sie gerade brauche. Und dass die Einheiten dann sehr viel schneller in dem Augenblick da sind, wo ich sie auch gerade haben wollte. Aber ansonsten in der Menge, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt haben kann, unterscheidet sich das nur marginal. Und das werden wir auch nachher sehen. Ja, ich werde also nachher eines dieser Trainingsspiele, die wir jetzt schon für Trana gemacht haben, mit Protoss machen. Und zwar einmal ohne Warpgate zu erforschen und einmal mit Warpgate-Erforschung. Und da werden wir sehen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. So, wir wollen im Grunde weiterhin gucken. Okay, er will, deswegen macht es natürlich auch Sinn, ein zweites Gas relativ schnell zu nehmen. Obwohl wir auch berücksichtigen müssen, er hat immer noch keine Worker hineingeschickt. Von daher waren diese 75 Mineralien, die er jetzt hier also verbraten hat, im Grunde unnötig. Mit diesen 75 Mineralien, die jetzt hier totes Kapital sind, denn dieser Geysir wird ja nun jetzt schon seit Ewigkeiten nicht benutzt, hätten wir in der Zwischenzeit vielleicht schon ein weiteres Gateway bauen können. Oder irgendwas anderes, was wir eben auch damit immer hätten machen wollen. Ne? Wir hätten vielleicht auch schon hier Einheiten rauskloppen können, obwohl man sagen muss, diese beiden Gates sind immerhin ganz gut in Produktion. Jetzt hat er inzwischen auch hier zu seiner Probe-Production gefunden, ne? Also hat jetzt wohl ein bisschen Ruhe ins Spiel gekriegt, war vielleicht am Anfang ein bisschen nervös, hat irgendwie darauf gehofft, dass der Gegner ihn nicht gleich mit irgendeiner Terran-Armee überwälzt oder was weiß ich was. Aber jetzt im Augenblick läuft seine Produktion ganz gut, seine Worker-Produktion ist relativ konstant. Hier produziert jetzt das Gate längere Zeit nicht, obwohl wir mehr als genug Mineralien hätten. Wir haben sogar einen guten Überschuss. Hier wird nicht produziert. Hier wird nicht produziert. Ja, genau das sind eben die Dinge, die uns nach hinten werfen. Nicht, dass wir einen langsamen Handspeed haben, das haben wir ja schon das letzte Mal bei den Terranern gesehen. Handspeed ist gar nicht so entscheidend. Sondern was uns zurückwirft, sind hier diese Probleme, dass wir nicht dann bauen, wenn wir eigentlich bauen könnten, dadurch zu viele Mineralien Überschuss haben, ja, und wir uns dadurch in der Produktion nach hinten werfen. So, er versucht es natürlich mit dem Dark Shrine. Okay, darauf konnte man jetzt schon fast an. Jetzt inzwischen sind hier auch Worker im Assimilator. Das hätte er vielleicht sogar ein bisschen früher machen sollen, aber da er ohnehin seine Ressourcen nicht so ausgegeben hat, wie er eigentlich hätte ausgeben können, hat dieser Spieler jetzt hier, hat X-Crazy, logischerweise den Eindruck, so wie er jetzt hier baut und so wie er das macht, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, denn er hat jetzt ja sehr, sehr schön seinen dunklen Schrein bauen können. Er wird jetzt auch, wenn der Dark Shrine fertig wird, ganz gut Gas haben, um auf einen Schlag 3 oder sogar 4 Dark Templar reinzuwarpen. In dem Falle vielleicht sogar 4. Das Gate hier dürfte noch rechtzeitig fertig werden. Von daher kann er dann also tatsächlich dann 4 Gates reinbauen. Auch jetzt hat er massenhaft Overmins, naja, die ihn also womöglich dazu verführen mögen, zu denken, er könnte jetzt schon expandieren oder andere Dinge. Tatsächlich könnte er das nicht. Ja, wenn er konstant aus diesen Warp Gates weitergebaut hätte, wäre das nicht möglich. So, wir sehen jetzt auch, dass hier jetzt die erste Attacke kommt, die allerdings, und da können wir gerade nochmal gucken, X-Crazy bisher noch nicht gesehen hat. Das heißt, er hat noch keine Ahnung und auch noch keinen Grund, in Panik zu verfallen. So, schauen wir uns jetzt also mal an, was zur 8-Minuten-Marke X-Crazy hier hat. Und dann schauen wir uns mal an, was er hätte haben können. So, dazu brauchen wir wieder unser kleines Notepad und gucken uns das mal an. Also, wir haben Protoss zur 8-Minuten-Marke. So, was wollten wir auf jeden Fall haben? Wir wollten den Gesamtsupply wieder haben. Gesamtsupply liegt im Augenblick bei Protoss bei 33 von 50, Entschuldigung. Und da hatten wir ja gesagt, das ist normal. Ne? Das ist ein ziemlicher Standard in Bronze, dass die meisten Spieler um die 8 Minuten herum so ein Supply von 30, 34, 35, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ja, so um die 30. Das hatten wir letztes Mal beim Terraner-Spiel auch gemerkt. Beim Terraner-Game hatten wir, glaube ich, er hat 38 zu dem Zeitpunkt oder 36. Also es war nicht so ein Riesenunterschied. Im Gegensatz dazu muss man sagen, dass hier Masopilami
oder Marsupilami Age, sogar ziemlich gut gespielt hat. Er hatte inzwischen schon einen Supply von 55, also das ist sogar, ja, das ist bemerkenswert, hält auch sein Geld hier sehr niedrig. Aber uns geht es ja jetzt hier um den Protoss. So, dann wollten wir gucken, was für eine Armee, wie viele Worker er hat, also in dem Fall Probes. So, Probes hat er. Das Tab aufrufen. So, Probes hat er 25. Okay, das ist nicht so schlecht um die 25-Minuten-Marke rum, aber wir werden sehen, auch nicht optimal. Armee hat er zu dem Zeitpunkt 3 Zealots und einen Stalker. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja genau, die haben alle 2, das heißt also, wir haben Army Supply von 8. Das ist natürlich nicht so riesig. So, das macht in dem Fall dann auch genau unsere 33 aus. Und dann gucken wir nochmal, mit wie viel APM er gespielt hat. Einfach nur wie gestern zum Vergleich, um einfach zu sehen, dass es nicht an den APM liegt, dass X-Crazy hier in seiner Produktion zurückliegt, sondern einfach an seiner mentalen Checklist. Ja, dass er also tatsächlich einfach nicht daran denkt, Dinge dann zu bauen, wenn er sie bauen kann. Ja, und dass es nicht an seiner Geschwindigkeit liegt. Er spielt also, wie wir hier sehen, mit 27 APM. Aber wie gesagt, darum geht es uns jetzt hier auch im Grunde erstmal gar nicht. So, okay, schauen wir uns dann mal im Verhältnis, und jetzt muss ich mich wahrscheinlich neu einloggen. Deswegen ziehe ich hier schon mein Fenster weg. Na komm. So, schauen wir uns jetzt also nochmal unser Trainingsspiel an. Ladezeit. So. So, da sind wir wieder. Jo, Sitz passt unter Luft. So, direkt mal. Mai, mai, mai. So. Okay, Protoss versus AI. Das Benchmark-Spiel. Im Grunde ähnelt Protoss natürlich sehr, sehr stark der Terraner-Spielart. Ja, vor allen Dingen, wenn wir sogar auf die Warp-Gate-Mechanik verzichten, und das tue ich jetzt in dem ersten Spiel, denn auch dann machen wir im Grunde nichts anderes als ein Terraner. Ja, das heißt, wir fangen halt eben an, unsere Probes zu produzieren, wir produzieren unsere Gateways, wenn wir die produzieren können, wir achten darauf, dass sie nicht supply-blocked werden, und immer wenn wir sehen, dass wir alle diese 3 Punkte abgehakt haben und trotzdem noch Geld übrig haben, dann produzieren wir ein weiteres Produktionsgebäude. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter dieser Übung. Mehr passiert hier gar nicht. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel auch nicht mal Chrono Boost benutzt. Also auch das wollte ich nicht einfügen, ne, sondern ich wollte nur mich auf diese 4 wesentlichen Dinge konzentrieren. Und das ist das, was ich euch als Spieler da draußen auch nur anraten kann. Versucht am Anfang nicht zu viel zu machen. Versucht euch, wie gesagt, auf diese 4 wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Wenn ihr dann merkt, dass das sauber sitzt und dass ihr in diese 8 Minuten locker abreißt, ohne ins Schwitzen zu kommen und ohne, dass euch das noch Probleme macht, dann könnt ihr natürlich noch anfangen, das noch mehr zu verbessern. Und dass ihr dann sagt, gut, jetzt will ich aber auch nochmal meinen Chrono-Boost auf meine Sonden setzen und gucken, was dann dabei noch rauszuholen ist. Und das kann das Spiel natürlich noch massenhaft beschleunigen. Ne, das verändert die, das verändert dann die Ergebnisse, die dieses Testspiel zum Beispiel bringt oder so ein Benchmark-Spiel bringt, tatsächlich ungemein. Aber letztendlich ist es, wie gesagt, keine Taktik, sondern nur eine Übung. So, dieser kleine Ruckler hier, dass also ich im Grunde einmal ganz kurz Supply-Blocked bin, bevor die nächste Probe kommt, ist bei Protoss leider normal. Bei jeder der anderen Rassen lässt sich das tatsächlich so machen, dass man hier nicht Supply-Blocked wird, wenn man es ganz genau und bang-on baut. Leider ist es bei Protoss nicht so. Ne? Bei Protoss ist es tatsächlich so, dass man einen ganz kurzen Augenblick abwarten muss, aber dafür hat man dann ja theoretisch auch den Chrono-Boost, um das wieder wegzumachen. So, wie gesagt, wir machen nicht mehr. Wir achten darauf, dass hier immer schön unsere Einheiten gebaut werden. Dass hier immer schön unsere Probes gebaut werden. Und dass wir, wie gesagt, dann halt eben, sobald wir können, unser erstes Gate raushauen. Dass wir uns nicht Supply blocken.
Und dass wir dann halt eben anfangen, immer schön aus diesen Gebäuden hier herauszubauen, sowohl aus der, jetzt wollte ich schon sagen, Kommandozentrale, weil ich gestern die ganze Zeit Terran gespielt habe, sowohl aus dem Nexus, als dann eben auch aus den Gateways. Und was anderes als Gateway-Einheiten, wie gesagt, wollen wir hier gar nicht produzieren. Und das ist alles, worum wir uns kümmern wollen. Ständig unsere Probes produzieren, dieser Streifen hier steht niemals still. Später, sobald diese Gateways fertig sind, ständig aus diesen Gateways produzieren, auch diese Streifen sollen quasi niemals stillstehen. Dann wollen wir zusehen, dass wir uns nicht Supply blocken. Und wenn dann Geld übrig ist, obwohl wir aus allen Gebäuden produzieren und auch nicht Supply blockt sind, dann hauen wir ein neues Gebäude raus. Das ist schon alles. Klingt eigentlich ganz leicht, ist in der Umsetzung aber nicht so simpel, sondern nervlich ganz schön anstrengend. Und wie gesagt, wenn tatsächlich eure, wenn ihr jugendliche Spieler seid und eure Eltern euch immer sagen, was spielst du da für ein Mist? Oder wenn auch Freunde euch belächeln, weil ihr Gamer seid, dann könnt ihr sie gerne mal versuchen lassen, diese Übung zu machen und dann sollen die mal sehen, wie nervlich anspruchsvoll das ist. Das erfordert nämlich wirklich wahnsinnig viel Konzentration. So, wir sehen also, ich baue jetzt hier längere Zeit nichts, weil ich jetzt nämlich fast Supply Block bin. Deswegen kann ich jetzt hier im Augenblick aus dem Gate gar nicht produzieren. Hab mich jetzt ein bisschen mit den Gates übernommen. Nicht gut, gar nicht gut. Jetzt kommt hier endlich mal vielleicht was. Aber leider eben nicht durch den Supply Block. Also auch noch nicht mal optimal gespielt. Das ist das gefällt mir aber gar nicht. So, da wird jetzt endlich der Supply frei und jetzt kann ich hier auch endlich aus meinen Gebäuden produzieren. Erstaunlicherweise ist mein Geld trotzdem ziemlich niedrig, aber es ist schon ätzend. Also es war ärgerlich, das hätte jetzt eigentlich nicht passieren dürfen. Da habe ich mich mit den Gates übernommen. Habe ich tatsächlich ein Gate früher gebaut und nicht damit gerechnet, dass ich mich gleich Supply blocke. Das heißt, ich hätte eins dieser Gateways eigentlich erst ein bisschen später bauen dürfen. Ja, dieses Gateway hier dürfte eigentlich erst ein bisschen später kommen, denn dann hätte ich mich hier auch nicht Supply blockt. So, jetzt ist das mit dem Supply erstmal kein Problem und jetzt produziere ich hier auch tatsächlich aus allen Gebäuden und aus dem hier auch. Das Schwierige bei Protoss ist zusätzlich noch, dass der Supply sich deutlich schneller füllt, denn alle Einheiten der Protoss kosten im Grunde 2 Supply, bis auf Probes. Nur Probes kosten 1 Supply, alle anderen Einheiten kosten mindestens 2 und dadurch füllt sich so ein Supply unglaublich schnell auf, denn die Pylonen bringen ebenfalls nur 8 Supply. Das reicht also im Grunde gerade mal für 4 Einheiten, die ich ja schon aus diesen Gebäuden hier produziere. Ja, und jetzt bin ich auch schon wieder hier kurz Supply blockt. Ich kann also aus diesem Gebäude nicht produzieren. Jetzt kann ich wieder aus diesen beiden hier produzieren, was jetzt auch gleich wieder in Auftrag geht. Auch wieder mit Verzögerung. Also man sieht schon. Und das, obwohl Protoss nicht mal meine Off-Race ist. Auf der anderen Seite war es natürlich jetzt auch schwierig, weil ich so eigentlich niemals produziere. Ja, so wird niemals gebaut. Und ich merke jetzt auch schon so ein bisschen, dass ich, obwohl ich hier konstant produziere... jetzt habe ich die Worker-Produktion auch. Oh je, okay. Peinlich. Überhaupt nicht so gut, wie es eigentlich aussehen sollte. Naja, wie gesagt, ich habe das natürlich jetzt auch nicht längere Zeit trainiert. Und so baue ich natürlich normalerweise in dem Spiel nicht. Obwohl es mal interessant wäre, das zu machen. Aber da würde ich, glaube ich, in Platin ziemlich alt aussehen, wenn ich versuchen würde, nur mit Zealots zum Beispiel einen Terraner zu stürmen oder so, der sich eingebunkert hat. Da bin ich wahrscheinlich schneller weg, als ich gucken kann. Ja, aber ansonsten passiert hier, wie gesagt, im Grunde eigentlich nichts anderes. Ja, wir produzieren also schön kräftig aus diesen Gebäuden, solange wir können. Ja, unser Geld hält da sogar nicht mal immer mit. Also ich kann jetzt, obwohl ich eine konstante Worker-Produktion habe, sogar teilweise nicht immer aus diesen 4 Gebäuden voll produzieren, weil mir einfach die Kohle fehlt und ich einfach tatsächlich pleite bin, wenn man so will, weil ich ja nebenbei nun mal auch massenhaft Pylonen produzieren muss. Mein Leben für Ayur. Worker-Produktion, naja, kurzer Knick gehabt. Also man sieht schon, jetzt müsste ich hier schon wieder weiter produzieren, wobei mir fehlt auch teilweise das Geld. Also ich kann, wie gesagt, teilweise gar nicht weiter produzieren. Es liegt nicht immer nur am Supply oder so, sondern es liegt größtenteils auch tatsächlich daran, dass ich einfach gar nicht genügend Kohle habe. Weil ich einfach aus diesen 4 Gebäuden so schnell Einheiten raushauen kann, dass ich immer wahnsinnig viele Pylonen brauche und die kosten natürlich auch. Mein Leben für Ayur. So, wir nähern uns der 8-Minuten-Marke. Übrigens ist der Chat an. Wer also zufälligerweise live zuschauen sollte, kann im Chat gerne was schreiben. Mein Leben für Ayur. Wisst aber nicht, wenn es euch peinlich ist. Ist auch okay. So, und jetzt sind wir bei der 8-Minuten-Marke und wollen uns mal anschauen, was wir hier jetzt haben. Also, wir haben gesehen, ich habe
trotz allem, trotz Konzentration und trotz Main Race immer noch einige Fehler reingebaut habe, manchmal vergessen, eine Probe zu bauen, habe mich manchmal Supply blockt, obwohl ich das gar nicht hätte. Alles in allem ist es aber, glaube ich, eine relativ repräsentative Geschichte, ja, dass man also mal sehen kann, okay, so sieht das in etwa aus. So, schauen wir uns das jetzt also mal an, was hier im Grunde jetzt übrig ist. So, unser Benchmark-Spiel. Der Gesamtsupply, den wir jetzt haben, liegt bei 74 von 74. Da wird gerade ein Pylon fertig. Das heißt also, der Supply-Block würde auch gleich aufgehoben. Ich habe sowieso kaum Kohle, um noch irgendwas zu bauen. Aber dieser Berserker hätte zum Beispiel ein bisschen schneller hier noch in Produktion gehen können. Aber wie gesagt, nicht so wild. So, wie viele Probes habe ich? Gucken wir uns mal die Units an. 32 Probes sind hier im Augenblick dran. Wie gesagt, ich habe. Verzeihung, ich habe nicht gechrono-boostet. Wenn ich also noch chrono-boosten würde, wenn ich also diesen Chrono-Boost hier konstant noch auf die Worker setzen würde, immer wenn das möglich wäre, hätte ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch deutlich mehr Probes. Ja, allerdings wäre dann noch meine Base vollkommen übersaturiert. Ich hätte dann also auch schon längst mal expandieren müssen, hätte aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch deutlich mehr Gates raushauen können. Ja, also das wäre und dadurch dann auch mehr Einheiten. Also das hätte vermutlich das gesamte Ergebnis noch ein Stück weit nach oben verrückt, aber das wollte ich wie gesagt nicht. Ich habe absichtlich gesagt, okay, wir nehmen den Chrono-Boost raus, denn das ist zusätzlich eine mentale Leistung, die wir erbringen müssen und das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht. So, ich habe 19 Zealots, das heißt also, ich hab ein Armee-Supply von 38. Das ist recht bemerkenswert, denn wenn wir mal gucken, wir haben ja gestern auch diese Übung für Terraner gemacht und die Terraner hatten dann zu dem Zeitpunkt auch ein Armee-Supply von 38, nur dass das halt 38 Marines waren. Ich möchte nicht unbedingt vorhersagen, wer im Kampf 38 Marines gegen 19 Zealots gewinnt, vor allen Dingen, wenn der Gegner mit ein bisschen Stutterstep Micro immer wieder schießt und sich zurückzieht, schießt und sich zurückzieht. Das könnte kritisch werden. Ja. Stim und sowas dürfen wir ja nicht mit reinrechnen, denn das haben wir ja gestern schließlich auch nicht gebaut. Ja, aber das ist also die Idee. Das heißt, man sieht also, dass trotzdem der Supply sich ziemlich ausgleicht, ja, bei beiden Rassen. So, und die APM nochmal zum Vergleich, nur um halt eben zu sehen, habe ich wahnsinnig schnell gespielt? Nee, habe ich nicht. Ich habe gerade mal 18 APM gebraucht, sogar deutlich weniger als gestern bei den Terranern. 18 APM. Ne? Mehr als 18 APM war nicht notwendig, um dieses Ergebnis zu erzielen. Also auch da sehen wir wieder, es geht nicht um Geschwindigkeit. Es hat nichts mit meiner Handgeschwindigkeit zu tun. Es geht nur um mentale Leistung. Selbst die war nicht optimal, wie wir gesehen haben. Da haben sich überall kleine Fehler eingeschlichen. Trotzdem ist das Ergebnis, glaube ich, signifikant unterschiedlich. Denn ich meine, von 33 Supply bis zu 74 Supply ist das natürlich ein Riesenunterschied. Mir ist klar, dass, wie gesagt, der Vergleich nicht ganz fair ist. Denn X-Crazy hat ja nun mal eben gerade in seinem Spiel auf den Dark Templar Rush gespielt. Das heißt, er hat vor allen Dingen darauf geachtet, dass er schneller Gas holt, dass er dann eben auch die relevanten Tankgebäude schneller baut. Und dementsprechend wäre seine Armee natürlich kleiner gewesen. Auf jeden Fall, das ist ja auch klar. Sobald ich natürlich von diesem Build, den wir hier machen, wo ich also sage, okay, ich baue nur vier Gates und hau da nur Berserker raus und alles andere interessiert mich nicht. Von dieses Ergebnis werden wir nie erreichen auf diese Art, ne? Wenn wir versuchen, normal zu spielen. Ich würde ja auf jeden Fall auch nicht nur versuchen, Zealots zu produzieren, ich würde ja auch versuchen, Stalker zu produzieren. Stalker erfordern aber zum Beispiel schon mal ein relevantes Tech-Gebäude mehr, nämlich den Cybernetics Core, und der kostet ja. Das sind ja Kosten, die ich dann entweder für so ein Gebäude oder auch Kosten, die ich zum Beispiel auch für einen Pylon oder Kosten, die ich dann eben auch für eine Einheit nicht mehr habe. Hinzu kommt auch, dass Stalker zwar vom Supply her genau dasselbe verbrauchen wie Zealots, aber deutlich mehr kosten, was nämlich Gas angeht. Und Gas bräuchte ich auch. Das heißt also, drei von diesen WBFs müssten mindestens in ein Gas hineingehen, damit ich auch regelmäßig Stalker produzieren könnte. Die wären dann hier nicht mehr für die Mineralien möglich zum Abbau und dementsprechend müsste ich dann also zusehen, dass ich. Dann hätte ich wieder weniger Mineralien, die ich für irgendwelchen anderen Bau benutzen kann und so weiter und so fort. Das würde natürlich unser Outcome verfälschen. Das heißt also, ihr solltet jetzt nicht verzweifeln, wenn ihr in eurem normalen Spiel plötzlich merkt, oh Scheiße, ich bin bei der 8-Minuten-Marke unter 70 Supply. Das ist wahrscheinlich normal, ne, in dem Punkt. Denn wenn ihr versucht, wie gesagt, auch ein bisschen zu tecken und ein paar andere Einheiten zu bauen als nur eure Basis-Tech-1-Einheiten, dann werdet ihr automatisch, dann wird es automatisch darauf hinauslaufen, dass euer Supply natürlich ein bisschen niedriger ist, weil ihr halt Kosten in andere Dinge gesteckt habt, wie eben zum Beispiel den Bau eines Gasgeisiers oder eines Assimilators oder diese anderen Gebäude, die Gas abbauen, oder eben den Bau in ein relevantes Tech-Gebäude, das ihr benötigt, um diese Einheiten zu bauen und all dieser andere Kram. Das wird natürlich dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen nach unten droppt. Worum es mir hier einfach nur geht,
ist aber eben zu zeigen, dass trotzdem dieser Riesenunterschied, und ich habe ja jetzt nun fast doppelt, mehr als doppelt so viel Supply, wie unser Protoss eben gerade aus dem Beispielspiel. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht X-Crazy Schuld oder so, sondern das ist völlig normal. Ne? Im Bronze-Level ist so ein Supply um die 30, um die 34, 35, um die 8-Minuten-Marke. Völlig normal. Das ist totaler Durchschnitt. Wie gesagt, ich habe mir mehrere Spiele angesehen und dann halt eben versucht, auch so ein durchschnittliches Spiel zu finden, damit ich das daran repräsentieren kann. Und man jetzt hier eben nicht irgendwie mit falschen Werten arbeitet oder sowas. Das wäre ja auch Unsinn, denn ich will ja letztendlich, dass wir alle was von dieser Sendung haben und dass wir alle ein bisschen was mitnehmen. Und dann wäre es ja sinnlos, wenn ich euch da verarsche. Aber das ist das, worum es mir also geht. Ne? Dass man also deutlich mehr Supply haben kann, sofern man halt eben nur daran denkt, dann die Sachen zu bauen, wenn sie auch notwendig werden. Und das Ganze gilt ja dann eben für meinen wirklichen, realistischen Tech-Weg genauso. Ne? Nur, dass ich mich dann halt eben nicht entscheide, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Geld übrig habe, ein Gateway zu bauen, sondern zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Geld übrig habe, entscheide ich mich halt, ein Cybernetics Core zu bauen. Und anstatt mich eben zu entscheiden, jetzt, wo ich das Geld übrig habe, ein weiteres Gateway zu bauen, entscheide ich mich stattdessen, einen Assimilator zu bauen, damit ich dann Gas abbauen kann. Und so funktioniert das immer weiter. Das heißt also, mein Grundkonzept, wo ich also sage, ich baue Worker, ich baue Einheiten, konstant, so wie ich kann, und ich sehe zu, dass ich mich nicht Supply blogge, das bleibt alles gleich. Diese drei Punkte bleiben genau gleich bestehen. Und auch der vierte Punkt, wo ich sage, wenn ich dann Geld überschüssig habe zu einem Zeitpunkt, dann baue ich ein weiteres Gebäude. Der Unterschied zu unserer Übung wäre dann einfach nur, dass ich dann eben nicht einfach nur stumpf Gateways setze, sondern dass ich dann halt das Gebäude baue, von dem ich glaube, dass ich es jetzt benötige. Das ist natürlich ein Stück weit Erfahrung, die ich dafür brauche, auch ein Stück weit Planung, nämlich das, was ich halt eben später bauen möchte. Und dann natürlich auch ein Stück weit Präzisierung meiner eigenen Build-Order und sowas. Aber das ist im Grunde immer noch das Grundkonzept. Das Grundkonzept bleibt dasselbe. Ne? Diese vier Schritte immer weiter abzuhaken. Ich baue meine Worker, ich baue meine Einheiten, ich blocke mich nicht im Supply. Und immer wenn ich Geld überschüssig habe, obwohl ich diese drei Dinge sauber erledige, dann baue ich ein weiteres Gebäude. Und was für ein Gebäude das dann letztendlich sein soll, das überlasse ich dann natürlich im Grunde euch, wenn ihr euch dann schrittchenweise verbessern wollt. Für unsere Übung war es jetzt natürlich sinnvoll, dass wir uns gar keine Gedanken darum machen müssen, was für ein neues Gebäude wir denn jetzt noch raushauen wollen, sondern dass ich einfach gesagt habe, okay, wir hauen halt eben nur Gateways raus und wir hauen nur Zealots raus, dann müssen wir uns keine Gedanken um irgendwas anderes machen, sondern können uns auf diese vier wesentlichen Schritte konzentrieren. Und das ist natürlich nur ein Übungszweck. So, schauen wir uns jetzt das Ganze nochmal an. Hoffentlich muss ich mich nicht wieder einloggen. Nein, wunderbar. Vielleicht war es mein eigenes Game. Ja. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an, wenn ich jetzt mit Cybernetics Core spiele. Für ein Cybernetics Core brauche ich logischerweise Gas für das Warp Gate Upgrade. Also zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt muss ich dann auch mal Gas nehmen. Ich habe das jetzt allerdings in diesem Spiel so gemacht, das hat aber natürlich meine mentale Leistung noch ein bisschen mehr strapaziert in dem Falle. Ich habe zugesehen, dass ich also dann nur genügend Gas heraushole, um die Warp Gate Technologie zu erforschen und habe dann die Worker wieder aus dem Gas genommen. Das ist übrigens eine völlig legitime Technik. Ja, sowas könnt ihr also immer mal machen, dass ihr also auch, wenn ihr sonst irgendwas spielt oder ausprobieren wollt, dass ihr wirklich sagt, naja, ich brauche das Gas halt eben nur dafür und dafür. Und wenn ich diese Menge an Gas habe, dann hole ich mir halt eben die Worker wieder raus und schicke die wieder an die Mineralien. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade als Protoss braucht man Gas eigentlich dauerhaft. Von daher macht es wenig Sinn, Einheiten aus dem Gas zu ziehen. Es sei denn, ich merke plötzlich hier oben, dass ich exzessiv Gasüberschuss habe, den ich überhaupt nicht loswerde. Dann kann man sich tatsächlich mal überlegen, einfach mal drei Worker hier wieder aus einem der beiden Gas herauszunehmen und die dann wieder an die Mineralien zu schicken, damit ich halt schnellere Mineralienabbauraten habe. So, ansonsten mache ich jetzt aber hier wieder genau dasselbe. Ich werde also einfach zusehen, dass ich konstant meine Worker baue, dass ich... Oh, jetzt habe ich sogar Chrono geboostet. Habe ich das damit eingebaut? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das werden wir noch sehen. Ich glaube, nee, ich habe jetzt nur am Anfang Chrono geboostet und habe dann nachher zugesehen, dass ich den Chrono-Boost auf das Gate, auf die Warp-Gate-Forschung anwende, damit die noch schneller draußen ist. Ja, das dürfte der Fall sein. Und am Anfang habe ich auch die Probes geboostet. Okay, das ist natürlich dann noch was zusätzlich noch in der Leistung hinzukommt. Ist also quasi die Advanced-Übung für euch Protoss da draußen.
wenn ihr, wie gesagt, diese Übung gerne machen wollt. Ich kann es nur empfehlen, denn es schafft euch ein unglaubliches Fundament an gedanklicher Leistung und überhaupt ein Gefühl für dieses Grundkonzept von StarCraft, das eben tatsächlich bedeutet, ständig produzieren und immer wenn ich Geld übrig habe, dann produziere ich neue Gebäude. Natürlich muss man das später in anderen Ligen und wenn man dann mit gegen andere Strategien spielt und lernt oder gelernt hat, diese Strategien auch zu erkennen, dann muss man natürlich Justierungen vornehmen. So, jetzt also hier gerade das Gas gebaut und zugesehen, dass ich jetzt genügend Gas abarbeite. Ich wollte ungefähr 50 Gas holen. Ich habe dann, glaube ich, zum Schluss ein bisschen mehr, als ich brauche, weil man die halt doch nicht immer ganz genau so wieder rauskriegt, wie man will. Aber alles andere läuft immer noch nach genau demselben Prinzip ab. Ja, also zu dem Punkt, ne? Natürlich, wenn man erstmal in höheren Ligen spielt und dann eben auch gegen andere Strategien antritt, auch dann muss man natürlich irgendwann Entscheidungen treffen, wo man sagt, gut, ich produziere jetzt zum Beispiel mal gerade keine Einheiten oder ich produziere jetzt auch tatsächlich mal absichtlich keine Worker, weil ich jetzt hier einfach Geld ansparen muss, damit ich zu einem gewissen Zeitpunkt ein gewisses Gebäude und eine gewisse Technologie habe, weil ich ansonsten gegen den feindlichen Push sterbe. Aber das sind dann ganz bewusste Entscheidungen, die ich dann auch erst in späteren und höheren Ligen zu treffen habe, wenn ich das Grundkonzept verstanden habe. Und solange das Grundkonzept eben noch nicht so sauber funktioniert und solange ich eben in meiner Produktion immer noch deutlich zurückliege und immer noch deutliche Fehler und Lücken aufweise, lohnt es sich im Grunde einfach nicht, sich über diese anderen Dinge Gedanken zu machen. Das ist einfach der Gedanken nicht wert, ne? Denn ich muss einfach zusehen, dass ich das jetzt hier gedanklich hinkriege. So, ich versuche also, zusätzlich zu der konstanten Produktion von Workern und Einheiten und Gebäuden, jetzt eben auch daran zu denken, dass ich hier auch meine Warpgate-Forschung regelmäßig Chrono-booste. Das ist natürlich eine Gedankenleistung mehr, geht aber, da ich jetzt ja letztendlich auch nur aus 3 Gates produziere und dementsprechend also auch nur 3 Gates überwachen muss. Das ist also jetzt nicht so wild. Ne? Aber trotzdem natürlich eine gedankliche Leistung, die man implementieren muss. Und wie gesagt, gedankliche Leistung zu implementieren klingt immer ganz leicht, ist aber häufig schwieriger, als es aussieht. Mein Leben für Ayur. So, ansonsten läuft das dieses Mal mit der Produktion ein bisschen besser als im letzten Spiel. Bisher also noch kein Supply-Block. Die Pylonen kommen relativ gut und früh. So, wir sind jetzt gleich auf 4 Gateways. Na, das eine Gateway hier macht gerade nichts, aber es liegt daran, dass ich einfach keine Kohle habe. Ich bin einfach blank. Total blank. So, jetzt ist auch gleich die Warpgate-Forschung fertig. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, hier noch einen reinzubauen, denn den könnte ich sowieso nicht mehr ganz fertig kriegen. So, jetzt sind die Forschungen abgeschlossen. Jetzt kann ich hier auch gleich die Warpgates öffnen. Und der Vorteil, den mir jetzt das Warpgate natürlich bringt, ist, dass ich ganz spontan eine weitere Warp-In-Runde habe. So, ich warte jetzt absichtlich ab, bis alle Warpgates offen sind, damit die also auch zeitgleich produzieren. Denn das ist immer ein bisschen unangenehm, wenn die Warpgates, wenn ich schon das in dieser Art mache, wenn die Warpgates dann alle zu unterschiedlichen Zeiten mal fertig sind, das ist nicht so angenehm. Das macht es nämlich später dann schwieriger, auch besser zu planen und auch den Supply sauber auszuführen. Das ist, wie gesagt, nicht so angenehm. Jetzt baue ich zum Beispiel Supply schon vor, obwohl ich noch 8 Supply fertig habe. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt ja gleich 4 Zealots reinwarpe, dann habe ich ja sofort diese 8 Supply voll und hier wird ja jetzt, hier werden ja auch weiter Worker gebaut. Das heißt, ich bin jetzt ja auch gleich Supply blockt, sobald meine Warpgates fertig werden. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich auch das Schwierige mit dieser Warpgate-Technologie. Ich muss im Grunde ein Stück weit vorausschauen. Jetzt habe ich nämlich schon gleich diesen Blunder, ne, diesen kleinen Fehler, der mir hier eingestreut ist, dass ich jetzt nämlich mit diesem Einsalat hier einen Augenblick warten musste, bis dieser Pylon hier fertig wird. Ich müsste jetzt auch eigentlich schon längst wieder einen neuen Auftrag geben. Da hinke ich jetzt sogar im Augenblick hinterher. Unprofessionell, gar nicht gut. Aber auch hier wieder, ich habe teilweise auch wieder einfach Probleme mit der Kohle. Aber wie gesagt, dieser Pylon kommt viel zu spät. Der hätte eigentlich deutlich schneller kommen müssen. Denn jetzt kann ich eben hier nur viel weniger Einheiten reinwerfen. Auf der einen Seite einfach, weil ich wieder einfach gar keine Kohle habe. Ja, mir fehlt die Kohle, obwohl ich konstant Worker produziert habe. Das ist schon erstaunlich. Ja. Ich kann trotzdem einfach nicht genügend raushauen. Jetzt bin ich Supply-blocked, aber ich habe auch, wie gesagt, nicht so viel. Ja, hier die Worker werden ja produziert. Die Worker gehen immer noch vor. Also, auch wenn ich Einheiten warpen könnte mit der Kohle, Worker gehen vor. Worker sind unsere erste Priorität. Und hier habe ich gerade einen Fehler. Da hatte ich wieder gerade einen kleinen Worker-Hänger. Naja, jetzt nähern wir uns wieder der 8-Minuten-Marke. Und Pause.
So, gucken wir mal, was jetzt dabei rausgekommen ist, wenn wir also mit einem Cybernetics Core spielen und der Warpgate-Mechanik. So, gucken wir uns mal den Gesamtsupply an. Der liegt jetzt bei 73 von 74, ist also im Grunde nahezu identisch. Ja, wir haben einen nahezu identischen Supply, der hier liegt. Wir haben, lassen wir mal sehen, wie viele Probes wir diesmal hergestellt haben. Wir haben 34 Probes produziert, also zwei mehr in dem Falle, was unter anderem natürlich auch daran liegt, dass wir zu Beginn einige Probes chrono-boostet haben und deswegen konnten wir mehr Probes raushauen als beim letzten Spiel. Aber auch daran, dass ich, glaube ich, dieses Mal weniger Probes vergessen hatte und da weniger Lücken hatte. Das war eine andere Sache. Und unsere Armee ist Armee. Genau, und unsere Armee liegt schon wieder bei 18 Salads in diesem Falle, also sogar nur bei 36 Supply. Das heißt, lustigerweise habe ich jetzt sogar einen Salad weniger. Ja, dadurch, dass ich also die Warpgate-Forschung rausgehauen habe und dementsprechend einige dieser Gates hier erst später kamen, bin ich sogar de facto im Supply, im Army-Supply sogar ein bisschen hinten. Aber natürlich nur minimal. Das könnte auch ein Stück weit daran liegen, dass ich vorhin vielleicht hier oder da den einen oder anderen Fehler gemacht habe, dass ein Pylon nicht dann draußen war, wenn er hätte draußen sein sollen. Also von daher ist auch das hier nur ein marginaler Unterschied, der sich nicht so groß bemerkbar macht. Interessant aber auch, und das vielleicht auch für die Skeptiker unter den Leuten, die immer sagten, ja, Protoss hat ja so einen Riesenvorteil mit der Warpgate-Technologie. Da können die ja instant Einheiten reinwarpen und Einheiten kosten ja überhaupt keinen Zeitverbrauch. Die also einfach immer vergessen, diesen Cooldown, diese Cooldown-Periode reinzuberechnen. Wie man hier also tatsächlich sieht an diesem Beispiel, funktioniert die Produktion der Protoss keineswegs beschleunigt. Ja, sondern im besten Falle wären wir also jetzt gleich auf gewesen, hätten vielleicht sogar ein Zealot mehr gehabt. Aber woran, was wir vor allen Dingen gesehen haben und woran es vor allen Dingen halt auch lag, war einfach die Kohle. Ja, wir hatten einfach nicht genügend Kohle, was unter anderem auch daran lag, dass wir natürlich zu Beginn einmal diesen Assimilator hier bauen mussten, der uns 75 Mineralien gekostet hat, dass wir außerdem diesen Cybernetics Core bauen mussten, der 150 Mineralien gekostet hat und dass wir dann noch zusätzlich nochmal die Warpgate-Forschung in Auftrag geben mussten, die ja 50 Mineralien und 50 Gas gekostet hat. Diese 50 Gas mussten wir hier ebenfalls erst mit drei Drohnen abarbeiten, mit drei Sonden, die ja ebenfalls in der Zwischenzeit hier keine Mineralien abgearbeitet haben. Und das sind eben genau diese ganzen Kleinigkeiten, um die es mir hier geht und die man jetzt vielleicht erst überhaupt richtig bewusst sieht, wo man jetzt also erst merkt, guck mal an, ne? Dadurch, dass ich jetzt also hier mal 150 extra ausgeben musste, hier mal 50 Mineralien extra für die Warpgate Forschung, hier mal 75 Mineralien extra für so einen Extraktor, für so einen Assimilator, sind das plötzlich 275 Mineralien, die ich weniger habe. Und hinzu kommt dann noch die 50 Gas, die ich noch abarbeiten musste, wo also drei Sonden eine geraume Zeit lang nicht Mineralien abgebaut haben. Und das könnten zum Beispiel wiederum ein paar Mineralien, oder das könnten nicht nur, das sind wiederum ein paar Mineralien, die uns zu den 275 Mineralien fehlen. Ne? Und diese 275 Mineralien, das ist eine ganze Menge. 275 Mineralien, das ist zum Beispiel ein weiteres Gateway. Oder das sind dann halt eben auch dementsprechend schon zwei, fast drei weitere Zealots in dem Augenblick, ne? Die wir dann nicht produzieren konnten. Einfach, weil wir die Kohle nun mal nicht mehr hatten. Ne? Weil wir die woanders reingebaut hatten. Und dementsprechend hatten wir einfach nicht die Möglichkeit, konstant aus allen vier Gateways zu produzieren, einfach weil die Kohle dafür nicht mehr da war, weil wir die vorher in andere Gebäude stecken mussten, die uns halt die entsprechende Technologie ermöglichten. Und solche Augenöffner finde ich also, wie gesagt, an diesem Spiel besonders spannend und interessant. Und wenn ihr solche Trainingsspiele macht und solche Übungsspiele wie die hier, und wenn ihr dann zum Beispiel auch, nachdem ihr so ein Benchmark-Spiel mal gemacht habt, dann zum Beispiel auch selbst versucht, euren eigenen Bild anzupassen, dass ihr also sagt, gut, jetzt versuche ich also mal zusätzlich zu dem, was ich bis jetzt hier gemacht habe, einfach diese Sonden halt hier mal im Gas zu lassen. Ich nehme die also nicht wieder raus, sondern ich lasse diese Sonden im Gas. Und immer wenn ich dann eben genügend Kohle habe, um einen Stalker zu bauen, dann baue ich anstatt einem Zealot eben mal einen Stalker und gucke dann, was eben mal so als Supply und als Armee dabei rauskommt. Aber die Grundprinzipien des Spiels bleiben immer noch dieselben. Ich sehe zu, dass ich konstant meine Worker baue. Ich sehe zu, dass ich konstant Einheiten raushaue. Nach Möglichkeit, wir haben ja gesehen, manchmal ist das gar nicht möglich. Ich sehe zu, dass ich mich nicht Supply blocke, das ist noch mit das Schwierigste daran zu realisieren. Und immer wenn ich dann trotzdem noch Kohle übrig habe und nur dann, ja, nur dann
dann pflanze ich einfach neue Gebäude dazu. Welche Gebäude das sind, überlasse ich im Grunde dann eurer Entscheidung. Wenn ihr am Anfang einfach nur diese mentale Leistung trainieren wollt, macht es natürlich Sinn, wenn ihr nur Tech-1-Einheiten, also Marines oder Zealots oder eben auch Zerglinge baut, dann müsst ihr euch nämlich gedanklich nicht auf irgendwelche anderen Dinge einstellen. Und das macht das Spiel eben deutlich leichter. Ihr könnt euch dann auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und müsst euch nicht von irgendwas ablenken lassen. So, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein für unsere Protoss-Übung. Wer Lust hat, mir die Replays zu schicken, schickt die bitte an creative-learning@gmx.de. Das ist die Adresse, wo ich die Replays gerne zugeschickt hätte. Schreibt ruhig in den Replay-Titel dann auch sowas hinein wie Makroübung Zerg oder Makroübung Protoss oder Makroübung Terraner. Die Zerg kommen morgen wahrscheinlich dran, wenn nicht morgen, dann vermutlich übermorgen. Ich hoffe aber noch, dass ich das morgen hinbekomme. Und wer mir, wie gesagt, Replays zu diesen Übungsspielen zuschicken möchte, schickt mir am besten 4, 5, 6 Replays zu. Am besten immer so in gewissen Abständen, ja, nachdem ihr eben selbst gemerkt habt, hier habe ich mich wieder ein Schrittchen verbessert, hier habe ich mich wieder ein Schrittchen verbessert, hier habe ich jetzt auch wieder eine Verbesserung feststellen können. Dann schickt ihr mir einfach diese Replay-Packs gleich zu an creative-learning@gmx.de und dann kann ich die voraussichtlich auch in einer der nächsten Sendungen verwenden, einfach um mal zu zeigen, das ist nicht nur einfach Quatsch, den ich hier erzähle, sondern das sind tatsächlich Sachen, die funktionieren, wenn man denn eben die Zeit und den Nerv aufbringt, das zu machen. So, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und ihr bleibt mir erhalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.